Leute, ich habe mal wieder XDefined Informationen für euch, die erklären könnten, warum wir diese krampfhaften Verzögerungen haben. Denn die Führungsriege soll wohl krampfhaft versuchen, etwas zu kopieren, was man vielleicht nicht kopieren sollte, weil es einfach ausgelutscht ist. Dazu gleich mehr. Es gibt ein offizielles Statement, was wenige Tage alt ist, von Mark Rubin, der uns jetzt endlich hoffen lässt, dass wir in den nächsten Tagen mal ein offizielles Statement bekommen, wie es jetzt endlich weitergeht. Und es gibt wieder einen neuen Leak für ein neues Datum, dass es wieder mal verschoben wurde. Ist, denke ich, kein Geheimnis. Brauche ich, glaube ich, nicht drüber reden. Und in den nächsten Tagen folgen nochmal genauso kurz und knappe XDefined News-Videos, wo ich über das Rank-System rede, nochmal über das Matchmaking, was wir in den nächsten Seasons, wenn es dann endlich mal draußen ist, erwarten können. Und ich drösel vielleicht das ein oder andere Video von vor über einem halben Jahr von mir nochmal auf, zeige euch nochmal ein paar Informationen, die ihr vielleicht nicht kennt, wo ich euch nochmal zeige, was in Season 0 schon alles kommen soll und was wir im Allgemeinen für die Zukunft von XDefined alles erwarten können. Bevor ich das aber vergesse zu sagen, zuerst einmal der neue geleakte Release-Tag oder das Datum. Also das neue Release-Datum soll wohl angeblich der 15. April sein. Mehr sage ich dazu nicht. Also wie oft wurden wir jetzt schon enttäuscht von irgendwelchen geleakten Release-Daten? Aber es gibt einen neuen Bericht, den ich vor kurzem gesehen habe, der wohl behauptet, dass die oberste Führung von Ubisoft versucht krampfhaft, ich meine, das ist auch jetzt nichts Neues, versucht Call of Duty zu kopieren mit verschiedenen Inhalten, die sie irgendwie bei XDefined noch mit reinbringen wollen, die so in der Beta noch nicht verfügbar waren und das wohl angeblich die Verzögerungen verursacht. Das kann natürlich für uns eine Erklärung sein. Ist das eine Entschuldigung für uns? Auf keinen Fall bin ich fest von überzeugt. Und Mark Rubin hat am 23. März gepostet, dass demnächst ein Update folgt und er schreibt in Klammern vielleicht auch schon nächste Woche, also die Woche nach Ostern, nächste Woche quasi. Doch nach Ostern passt. Also ab Dienstag, reden wir mal frühestens ab Dienstag, können wir vielleicht mit einem, was ist ein Dienstag? Ist das der 1. April? Keine Ahnung, es ist irgendein Apriltag. Also die erste Aprilwoche. Wir sagen die erste Aprilwoche. Jetzt habt ihr ein grobes Zeitfenster. Sorry für die Wortfindungsstörung. Und er entschuldigt sich, dass es in den letzten Tagen so ruhig geworden ist und so weiter und so fort. Aber es gibt gerade leider nichts, worüber er groß reden könnte. Ich verfolge es regelmäßig, ich gucke einmal am Tag auf X vorbei, ob es einen neuen Post gibt. Leider nicht. Immer noch viele, viele Spekulationen. Ich hoffe, dass wir wirklich nächste Woche schon eine Information bekommen, offiziell von Ubisoft, dass da endlich mal Klartext gesprochen wird, was jetzt hier das Problem ist. Und es wird einfach Zeit für den Release. Sobald das Statement draußen ist, gibt es von mir natürlich wieder ein Video. Und wie gesagt, in den nächsten Tagen gibt es immer mal ein kurzes Video, wo ich nochmal aufdrösel, was uns alles erwartet. Das nächste Video wird voraussichtlich das Thema Ranked und Matchmaking betreffen, was sehr interessant ist. Also freut euch drauf. Ich wünsche euch schöne Ostern. Bleibt gesund. Ganz wichtig, das ist erstmal alles, was ich für euch habe. Und wenn ihr von XDefined und von mir aus auch weiterhin natürlich Apex Legends mäßig nichts verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Ein Daumen hoch oder auch zwei oder drei. Ist mir egal. Ihr wisst Bescheid. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.